Einen wunderschönen guten Nachmittag aus dem IDM an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Webinars und auch zu denjenigen, die uns auf Facebook live folgen. Wir haben heute einen wunderbaren Anlass mit zwei Personen, die man eigentlich nicht vorstellen muss. Ich tue es trotzdem, Dr. Erhard Busek und Matthias Streutz. Vielen Dank, dass ihr beide heute zu diesem Anlass mit dabei seid. Der Anlass ist dieses Buch, Balkan nach Europa sofort. Mein Name ist Sebastian Schäfer, ich bin der Geschäftsführer des Instituts für den Donauraum und Mitteleuropa. Und für den heutigen Tag haben wir uns vorgenommen, zum einen darüber zu sprechen, was ist eigentlich Story One? Denn Erhard und ich haben uns entschieden, dieses Buch bei Story One zu veröffentlichen. Zu den Gründen können wir dann gerne noch etwas sagen. Wir werden auch ein bisschen aus dem Buch vorlesen. Wir werden miteinander diskutieren und laden auch Sie dazu ein, mit uns mitzudiskutieren. Ich habe vorab schon erste Fragen bekommen. Wir freuen uns aber, wenn es weitere Fragen gibt, bitte gerne in den Chat, auch auf Facebook. Wir verfolgen das nach. Aber jetzt, ohne zu viel Zeit vorab wegzunehmen, freue ich mich, dass Matthias Strolz heute bei uns ist. Er ist Mitgründer der Plattform Story One. Und Matthias, vielleicht sagst du zu Beginn mal ein paar Worte hinter der Idee dieser Plattform und vielleicht können wir dann dazu übergehen, warum wir gerade das gewählt haben für das Format unseres Buches. Gerne. Ja, ich glaube, wir sollten dann rasch auf Richtung Balkan und Europa springen. Ich freue mich, dass wir hier beieinander sind. Story One ist eine Geschichtenplattform. Das heißt, bei uns kann man kostenfrei mit einem Account seine Geschichten publizieren. Wir haben jetzt rund 50.000 Geschichten online, gehen voraussichtlich nächste Woche mit der englischen Plattform auch raus. Wir sind davon überzeugt, dass das Thema Buch eine Neuerfindung auch bekommen wird in diesen Jahren. Es gibt nämlich nur 1 Million lebende Buchautorinnen und Autoren auf der Welt. Das ist etwas, was wir eigentlich kaum glauben können. Ich in Mitteleuropa als Kinder von Gutenberg. Aber da gibt es natürlich ganze oder halbe Kontinente, wo im Jahr in manchen Ländern, wenn es sind, ein paar hundert Bücher rauskommen, that's it. Und zwar Länder, die wesentlich größer sind als Österreich. Und auch das Thema Self-Publication, das war natürlich so, dass viele Hürden da waren, Mindestabnahmemengen und Kostenbeiträge etc. Das räumen wir alles aus der Seite, aus dem Weg mit einem Ansatz von Innovating to Zero. Das heißt, wenn man bei uns 12 Geschichten hat, dann kann man mit wenigen Knopfdrücken automatisch in ein Buch gehen. Also die Demokratisierung des Produktes Buch. Man bekommt eine ISBN-Nummer. Das erste Exemplar ist auch kostenfrei und ich kann weitere bestellen, so viel ich halt will. Bei uns wird nicht auf Halde produziert, das heißt auch der Umweltgedanke wichtig. Sondern jedes Buch, das bestellt wird, in dem Moment, wo du eine ISBN-Nummer hast, bist du natürlich auch international bezugsfähig und jedes Buch, das bestellt wird, wird 1:1 produziert. Das heißt, es gibt keine Zwischenlager mehr in dieser Technologie. Ja, das ist sehr berührend, was hier kommt. Bei uns schreiben von Hugo Portisch, der geschrieben hat, beispielsweise über Ex-Bundespräsidenten, über die Billa-Verkäuferin, die Ärztin, Obdachlose, Ex-Häfenbrüder, die wirklich sagen, das hat mein Leben verändert. Zum ersten Mal hört mir jemand zu. Nicht nur meine Psychologin, die bezahlt ist dafür, sondern ich bekomme eine Resonanz, weil wir natürlich auch als Social Media fungieren. Das heißt, man kann kommentieren, man kann liken, man kann sharen. Wir hatten im letzten Jahr bei Corona 1, Lockdown 1, habe ich eine Challenge gestartet mit dem Namen Cocooning. Also der Aufruf, dieses staatlich verordnete Cocooning durch Corona. Erzähl mal einander von diesem Rückzug in die eigenen vier Wände, von diesem zwangsvorgegebenen.
Und da kamen tausende Geschichten innerhalb von wenigen Tagen. Und zum Beispiel eine Geschichte ging dann viral, 1,7 Millionen Mal. Wir haben daraus auch ein Buch gemacht und haben dann, das war dann auch sehr schnell ein Bestseller. Also gab dann innerhalb von 4 Monaten 4 kleine Bestseller. Das heißt, es ist ganz interessant. Es geht um die Selbstmanifestation des Menschen. Der was erzählt, der zeigt was von sich oder die zeigt was von sich. Die teilt auch was. Das ist eine Form der Selbstwirksamkeit, die für viele Menschen, die bisher nicht geschrieben haben, ein ganz neues Erleben ist. Und ich schließe ab mit dem Punkt, dass wir davon überzeugt sind. Wir lieben Geschichten. Der Hannes Steiner und der Martin Blank sind die Initialgründer. Martin Blank war Gründungsgeschäftsführer von Puls 4 früher, dann Servus TV Geschäftsführer. Hannes Steiner, der die Idee hatte, war der Chef vom Ecoin Verlag, den er dann später an Red Bull verkauft hat. Und uns verbindet diese Liebe zu Geschichten. Und wir sehen auch, dass Geschichten eine ganz gewaltige Kraft haben. Also, those who tell the stories rule the world. That's it. Das weiß die Politik. Deswegen ist da so viel auf diesem Thema auch Narration, Narrative. Thema, das ist seit den Nullerjahren riesig geworden in der Politik. Kombiniert mit Message Control natürlich, bekommt es nochmal eine andere Dimension. Aber diese Frage von Geschichten hat eine riesen Sprengkraft. Also wir sind jetzt gerade auch dran, zum Beispiel mit Mutter Erde Geschichten gegen den Klimawandel zu sammeln. Weil wir sagen, das ist eine Form von Aktivismus gegen diesen beschleunigten Klimawandel, dass ich auch mit Geschichten hier dafür auftrete, dass wir hier achtsamer mit dem Weltklima umgehen. Das im Marketing wird man sagen, Content Marketing. Also das kommt jetzt, wir merken natürlich auch, dann höre ich wirklich auf, dass die Geschichten für Brands, für Firmen, Unternehmen immer interessanter werden, weil die natürlich auch dadurch ihr SEO-Ranking verbessern können. Das heißt, Google erkennt mittlerweile ganz klar authentischen Content von nicht authentischem Content. Google kann unterscheiden zwischen werblichem Content und nicht werblichem. Und authentische Geschichten werden hier von Google höher gerankt. Und insofern wird das auch in der Corporate Communication ein Riesenthema spielen in den nächsten Jahren. Also wir freuen uns über alle, die hier einfach in die Selbstmanifestation gehen und sich teilen mit anderen Menschen. Und so auch versuchen, ihre Anliegen natürlich auch aufzuladen. Und das habt ihr beide auch gemacht. Das freut uns sehr. Matthias, vielen herzlichen Dank. Ja, also auf der Plattform publizieren auch ehemalige Vizekanzler und mit einem ganz konkreten Anliegen. Wir haben vor ein bisschen weniger als einem Jahr, auch mitten in der Corona-Zeit, uns überlegt, man sollte mal ein Buch zum Westbalkan schreiben. Ich habe dann recherchiert, war natürlich begeistert, dass er da an mich herangetreten ist. Und dann haben wir festgestellt, dass es eigentlich schon ganz, ganz viele Informationen und Abhandlungen darüber gibt, sodass wir uns mal überlegt haben, wir brauchen eigentlich einen anderen Zugang. Und dann hat er gesagt, eigentlich sollte das mehr so eine Kampfschrift werden. Es hat dann ein bisschen gedauert, bis wir auch das richtige Format gefunden hatten. Und das Schöne war dann tatsächlich, dass wir eben uns auch überlegt haben, vielleicht kann man diese Kampfschrift mit ein paar Geschichten verbinden. Und dafür war natürlich Story One die ideale Plattform. Erhard, magst du vielleicht ein bisschen mehr zum Hintergedanken und auch zum Titel des Buches sagen, Balkan nach Europa sofort? Jetzt geht's. Ja, sehr gerne. Zunächst einmal muss ich sagen, wie immer, meinem alten Freund Strolz höre ich gerne zu und verfolge auch, was er tut. Und offen gestanden ist mir die Idee, die er da auch an mich herangetragen hat mit seinen Freunden, etwas obskur vorgekommen. Ich bin ein älteres Semester, habe das Verständnis dafür,
für mich muss ein Buch eine gewisse Dicke haben und so weiter. Ich bin nicht dafür, dass man die Bücher nach Gewicht misst, aber doch sollte eine gewisse Ansehnlichkeit haben. Und mein Problem in dem Zusammenhang ist, dass ich eine Reihe von Büchern über den Balkan geschrieben habe, aber nicht nur über den Balkan, sondern über die Politik und über Kultur und ähnliches mehr. Aber irgendwo hat mir die Idee nicht losgelassen, denn ich denke mir immer, wenn dem Matthias Strolz was einfällt, hat er einen Hintergrund und will irgendwas bewegen. Und ich bin einer, der ganz gern alles ausprobiert, solange man überhaupt noch dazu kann. Wir sind dann gelandet im Gespräch, Sebastian Schäfer und ich, dass wir zum Balkan etwas publizieren sollten, aber nicht schon wieder ein Birchel, wo wir genau analysieren und da heranziehen sämtlicher Thinktanks, dicke Papiere veröffentlichen, Statistiken und dergleichen mehr, sondern Anstoßüberlegungen, sozusagen ein bisschen ein Kick-off. Und da haben wir einen sehr ernsten Gedanken, der ist im Vorwort und im Nachwort verankert, dass nämlich der Balkan mit seinen Staaten unmittelbar rasch in die Europäische Union aufzunehmen ist. Und zwar politisch, dass sie politisch mitgestalten können, sie werden auch gestaltet. Und es ist die weiche Flanke Europas hier. Und da muss entsprechend die Möglichkeit der Mitwirkung der Menschen in diesen Staaten verankert werden. Das war sozusagen die Kampfschrift, die Sebastian richtig erwähnt hat. Ja, wie macht man eine Kampfschrift sichtbar? Durch entsprechende Waffen. Und da haben wir uns eher gedacht, vielleicht mit Mitteilungen, die ein bisschen obskur klingen und dem Begriff sehr nahe stehen, den der Matthias verwendet hat, nämlich Geschichten. Ich bin der Ansicht, der Meinung, dass es nicht nur Geschichte gibt, sondern ich habe sehr oft darüber geschrieben, dass wir aus Geschichte, Geschichten und Geschichterlen bestehen. Verzeihung für den Wiener Ausdruck, aber das gehört ein bisschen so dazu, denn die Geschichterlen spielen in Wien eine größere Rolle und unter uns gesagt, für mich jedenfalls sind Geschichterlen oft informativer als Geschichten und Geschichte, weil man psychologisch etwas daraus entnehmen kann. Und Sebastian und ich haben uns dann zusammengefunden und gesagt, wir haben eigentlich beide genug erlebt mit dem Balkan und haben auch durchaus einiges im Gedächtnis, schreiben wir ein bisschen was nieder. Das ist es. Und ganz herzlichen Dank, Storyvan, und deinen Mitarbeitern, dass wir das hier ausprobieren können. Jetzt werden wir schauen, was wir zusammenbringen. Ja, ganz herzlichen Dank. Matthias, darf ich an dich übergeben? Und wir sprechen ein bisschen weiter inhaltlich über das Gerne. Buch. Ja, ich habe mir natürlich das Buch mit Freude gelesen. Und ja, das einmal mehr ist natürlich die Bestätigung, dass Geschichten die stärkeren Kommunikationsträger sind. Also Zahlen sind schwer zu erinnern, Geschichten sind schwer zu vergessen. Ja, das ist ganz einfach so. Ich habe natürlich auch meine Lieblingsgeschichten, vielleicht wollt ihr die eine oder andere auch kurz vorlesen. Einerseits von das hat mich sehr, sehr amüsiert, dieses Denkmal, ne? Also das geht schon rein, einfach weil diese kleine Geschichte, die du hier erzählst, auch diese Wechselfälle der Geschichte auf diesem Teil unseres Kontinents so schön illustriert. Ne? Und wenn man sich auch vorstellen kann, warum sollte sich das Ding ein letztes Mal gedreht haben? Eigentlich liegt es auf der Hand, dass die Geschichte eine Fortsetzung bekommt und wir werden mitten dabei sein. Und ähnlich dann, Sebastian, bei dir, er hat mich auch die Geschichte sehr berührt von deinem Großvater, wo du sagst, er hat in 6 verschiedenen Ländern gelebt, aber nur einmal seinen Wohnort gewechselt. Also wie viel Hybris müssen wir haben, wie ignorant oder arrogant müssen wir sein, zu glauben, dass der Status quo, den wir jetzt haben, jener ist, der für die nächsten 120 Jahre hält. Ne? Der Großvater würde sagen, meine Lebensgeschichte legt das nicht nahe und diese Geschichten illustrieren das sehr schön. Ja? Was mich vorne interessiert von euch,
ist diese Idee, weil natürlich, ich habe es gepostet auf meinen Kanälen auch und da gibt es zwei Lager. Das ist auch eh bewusst, das Thema polarisiert dann schon relativ schnell, dass die einen sagen, ja, müssen wir machen, damit irgendwie wir dieses Weichteil Europas nicht dem Einfluss einfach Russlands, der Türkei und diesem seltsamen Präsidenten und den Chinesen auch überlässt, die natürlich sehr bewusst hier ihre geostrategischen Interessen auch deponieren und auch ganz bewusst mit einer Politik der Nadelstiche von dort aus dann in weitere Organschaften Europas stechen werden. Das ist ja keine Frage. Gleichzeitig gibt es jene, die sagen, boah, hey, Europa, die EU ist ja so aufgestellt, dass sie mit sich selbst überfordert ist. Wie können sie überhaupt nur an Erweiterung denken und wie soll das gehen? Und diesen Befund habe ich schon auch, dass ich kaum glaube, dass Europa im Moment eine Erweiterung verarbeiten kann. Und dann kommt sie mit der Idee, dass es jetzt mit sofortiger Wirkung in die EU aufgenommen, mit den vollen politischen Rechten, allerdings mit zeitlich suspendierten und in Etappen vorgesehenen Schritten. Das finde ich interessant. Die Idee hatte ich natürlich noch nie gehört bisher, dass man sagt, es gibt sowas wie eine Mitgliedschaft, die eine Teilmitgliedschaft ist. Das fände ich spannend, das noch genauer zu hören von euch. Und vielleicht ist der eine von euch auch bereit, eine Geschichte vorzulesen, eine seiner Geschichten. Mhm. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Matthias. Also mal vorweg, es ist natürlich schon etwas, was provozieren soll und auch diskutiert werden soll. Das ist der Grundgedanke dahinter. Was uns auch vollkommen klar ist, ne, in der aktuellen Situation ist es schwierig, überhaupt über Erweiterung zu reden, wie du richtig gesagt hast. Aber wir hatten ja auch historisch in der Entwicklung der Europäischen Union, Erweiterung ging immer gemeinsam mit Vertiefung. Also es ging nicht nur darum, mehr Länder in der EU zu haben, sondern auch mehr gemeinsam zu entscheiden, mehr Politikbereiche gemeinsam auf europäische Ebene zu übertragen. Und dass die EU dringend reformbedürftig ist, ist auch klar. Und natürlich ist das Teil davon. Wir haben unter anderem dazu auch am IDM Vorschläge schon vorgelegt. Ich glaube aber, dass es eben gerade jetzt mit dieser Chance, dass man im Hinblick auf die Konferenz zur Zukunft Europas anfangen muss, über solche auch mal wieder mutigen und tiefergehenden und weitgreifenden Schritte voranzugehen, weil sonst passiert das, was in den letzten 10, fast schon 20 Jahren passiert ist, dass wir mit minimalst Konsensen und kurzen kleinen Schritten eigentlich nicht von der Stelle kommen, wenn wir links und rechts von regionalen und auch globalen Akteuren einfach überholt werden. Ja, du musst dich noch entstummen. Ich habe immer noch kein gescheites deutsches Wort dafür. Jetzt. Entschuldigung, Technik ist mystik, hat einmal der Jerzy Pelikan gesagt. Der war Chef des tschechoslowakischen Fernsehens im berühmten Jahr 68 beim Prager Frühling. Der ist nach Österreich emigriert. Ich habe einige Sendungen mit ihm bestritten, die haben auch nicht immer funktioniert. Damals, heute ist das alles besser. Und der hat dann immer gesagt, wenn es irgendwo nicht funktioniert, Technik ist mystik. Das ist mir im Gedächtnis geblieben. Auch eine Geschichte, Matthias, in dem Sinn. Nun aber zurück zu dem. Der Gedanke der Aufnahme politisch dieser Länder in die Europäische Union hat mehrere reizvolle Überlegungen. Zum Ersten, wir verwechseln ständig Europa mit der EU. Man muss aber ganz deutlich sagen, Europa ist mehr als die EU und hat auch ganz entscheidende Fragen. Das ist der Balkan, das ist die Frage Russland, Moldawien, in Belarus merkt man und so weiter. Braucht man nicht ausführen.
Ich glaube auch, dass ein radikaler Schritt insofern notwendig ist, als Matthias Strolz als guter Beobachter gesagt hat, ist im Moment vielleicht nicht drin. Da muss man überlegen, was drinnen ist. Wo sind denn immer die Schwierigkeiten, wenn unsere Freunde, die Holländer oder alle anderen daherkommen, ja, die haben ja das und das nicht, noch nicht erfüllt. Okay, nehmen wir es zur Kenntnis, sie haben es nicht erfüllt. Aber wo wir sie wirklich drinnen brauchen, ist nicht bei der Erfüllung der rechtlichen Anforderungen oder der Bedingungen für die Visafrage und, also die ganze lange Liste, sondern wir brauchen sie politisch erinnern. Das ist der entscheidende Punkt. Ein bisschen bewegt es in die Richtung. Ein alter Freund, der hat auch im IDM zu arbeiten begonnen, vor ewigen Zeiten, der Gerald Knaus, ist jetzt mit der Idee gekommen, sie in den europäischen Wirtschaftsraum aufzunehmen. Da sind wir schon in der Nähe. Das ist ein ganz wichtiger Schritt in der Diskussion. Da würde ich noch einen Schritt weitergehen und sage, vergesst einmal alle anderen Bedingungen, aber Sie müssen am Tisch sitzen, wenn wir über Europa reden, was Europa ist in Relation zu den anderen Größen am Tisch. Und nicht zuletzt haben wir in diesen Tagen wieder einmal die Unterhaltung über den Iran und Atomenergie in Wien. Da merkt man ja, dass die Dinge in Wirklichkeit anders sind. Und da gehört auch Europa komplett angeführt. Das wäre, glaube ich, ein starkes Argument. Und daher ist es, wie Sebastian das richtig formuliert hat, eine Kampfschrift. Nämlich ein Kampf für die bessere Idee und für andere Realitäten. Und womit versucht man diesen Kampf zu beschreiben? Na, nicht mit langen Beschreibungen, Statisten, sind alle schon geschrieben. Das muss man ja auch sagen. Ich meine, wir haben jede Menge Thinktanks, die Pakete von Argumenten hier geliefert haben. Wir haben versucht, mit unseren Geschichten dort anzusetzen, wo emotionale Dinge sichtbar werden, positiv wie negativ, weil man aus diesen Dingen auch lernen kann. Also das ist leichter zugänglich. Es ist sozusagen von der komischen Seite her ein Zugang zu einer positiven, notwendigen Entscheidung. Wenn ich dazu noch ergänzen kann, ja, eine der Geschichten, die ebenfalls in dem Buch sind, basiert auf einer Forschungsarbeit, die ich gemacht habe 2009, ja, zum Zeitpunkt, als der Vertrag von Lissabon noch nicht ratifiziert worden ist. Aber das ist auch schon wieder eine ziemliche Zeit her. Und wenn man sich die Frequenz anschaut, wie oft Reformen eigentlich gemacht worden sind in den Jahren davor, dann ist das jetzt schon eine ziemliche Stagnationsperiode. Und damals habe ich eine Forschungsarbeit zum Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen mit Serbien und mit Montenegro gemacht. Und das war damals in der Europäischen Kommission bei den jeweiligen zuständigen Desk-Officern. Und habe am Ende dieser Interviews habe ich immer gefragt, wann treten denn Serbien und Montenegro bei? Ja, gleichzeitig, einer nach dem anderen, egal wann wird das denn sein? Ich durfte das nicht in die Forschungsarbeit mit einnehmen, aber ich glaube, inzwischen ist es verjährt und ich kann sagen, im Durchweg alle gesagt, na ja, vielleicht 2015. Jetzt reden wir darüber, dass vielleicht Serbien und Montenegro 2025, das hat der Juncker schon 2014 gleich mal verkündet, beitreten können. Das ist schon wieder eine Dekade. Und wenn wir uns überlegen, was in den letzten 10 Jahren passiert ist, mal unabhängig von der aktuellen Situation, das ist eine wahnsinnig lange Zeit und das kann man doch nicht mehr kommunizieren. So einen langen Atem hat man doch gar nicht, so viele Reformen andauernd umzusetzen, bis man zu dem Punkt gekommen ist, dass man dann vielleicht irgendwann einmal mitspielen darf. Ja? Die Frage ist, ich sehe halt bei den politischen Eliten nicht den Ansatz eines Interesses an diesem Thema. Und irgendwo muss man beginnen, das heißt auch mit einer Kampfschrift zum Beispiel. Ich verstehe die Logik dahinter. Ich habe zum Anfang, als ich das Buch, den Titel gelesen habe, habe ich gedacht, aha, interessant, das ist sowas von ein Nicht-Thema. Ja, dass es eben schon wieder interessant ist, dass ihr das hier auftischt. Ja? Was sind denn Rückmeldungen, Resonanzen, die ihr bekommt in diesen ersten Tagen? Das würde mich interessieren. Also, wie du es auch schon geschildert hast, ja, sehr gemischt, sehr polarisiert, wobei ich
wahnsinnig beeindruckt bin, dass es eigentlich so sachlich geführt wird. Ja? Also das ist nichts kompletter Blödsinn oder ja, passt eh, sondern es ist eine Argumentation, die kommt, wo man sagt, okay, gute Gedanken, aber diese und jene Punkte sollte man vielleicht auch bedenken. Ich habe eine ganz interessantes Mail bekommen gestern, wo so eine Analogie gezogen wurde, dass verglichen wird, irgendwie diese Integration ist so ein bisschen wie in eine Diskothek gehen. Ja, wir kennen das jetzt akut gerade nicht mehr, aber früher gab es das ja alles mal. Und die Beschreibung war so, da gibt es einen Türsteher, ne, der sagt, man darf nicht rein, weil man vielleicht die falschen Kleidungen anhat. Dann gehen die nach Hause, ziehen sich um, kommen wieder und dann heißt es, falsche Turnschuhe an. Und dann gehen die wieder und irgendwann ist es schon spät am Abend und die Party ist eigentlich vorbei. Und die Leute, die drin sind, sagen, es macht eh gar nicht mal so viel Spaß. Ne? Also die Analogie war natürlich, dass es hier Länder gibt, die schon Teil des Clubs sind, innerhalb der EU sind. Und dann sagt man permanent anderen Staaten, ihr müsst euch anders anziehen oder irgendwelche Dinge erfüllen, bevor ihr halt auch rein dürft. Und am Ende ist die Party vorbei und keiner mag mir eigentlich so richtig. Dann war die Idee, die dabei kam, dass man vielleicht doch einfach die Voraussetzungen schaffen sollte, andere Volkswirtschaften, konkret angesprochen natürlich auch China, Russland etc., dass man doch hier Voraussetzungen schaffen könnte, dass da das für Investoren attraktiv ist und dass die sich untereinander, ja, so ein bisschen Mini-Schengen, CEFTA gibt es ja auch schon, also eine Art eigenen Wirtschaftsraum für die Westbalkanstaaten. Spannende Ideen und auch valide Argumente. Und ich kann auch ein Stück weit die Angst nachvollziehen, dass man sagt, wir haben uns eh schon übernommen und wir haben die Gefahr, dass hier noch mehr verteilt werden muss. Wobei ich mir aber immer die Frage stelle, wie fühlt man sich denn, wenn man draußen ist? Ja, wie ist denn das? Und das muss man halt auch mal mit in diese Diskussion aufnehmen. Und dann diese Staaten zu verlieren und auch einfach zu sagen, ihr dürft es da nicht mitmachen, das ist fatal. Und das, der Kontinent ist nicht vollständig. Und insofern ist es, glaube ich, wichtig, dass man, und das ist auch die Idee hinter den Geschichten, vielleicht mal diesen Blick nicht nur nach außen, sondern auch von außen ein bisschen nachvollziehen kann, wie sich das eigentlich anfühlt, dass man da nicht mitmachen darf. Verstehe. Ja. Seht ihr hier irgendwo Verbündete für euren Gedanken? Weil hier die Idee auch, die Frage kam von Paul Mücher, bei wem beginnt man zu lobbyieren? Finde ich eine relevante Frage und auch die Frage, wer sind potenziell Verbündete für dieses Thema in Zeiten wie diesen? Ja, da möchte ich ansetzen. Die eigentlichen Verbündeten müssten eigentlich alle Europäer sein, denn das wirkliche Problem, das wir heute haben, etwa angesichts der Stärke Chinas als Reich der Mitte und der Möglichkeit der Amerikaner wieder entsprechend zu erscheinen und der Interessen der Russen, die sehr deutlich sichtbar sind, auch mit allen Mitteln, muss man einfach sagen, wenn es so weitergeht, ist Europa marginalisiert. Die Größe Europas ist nicht mehr so, dass wir uns einbilden können, wir haben alles erfunden, alles, was gescheit ist, haben wir gemacht. Wir haben die Welt gestaltet, die Weltreiche sind entstanden und dergleichen mehr. Commonwealth of Nations ist ja wirklich nur mehr eine Vergangenheit. Ich vermute, dass nur mehr der englische Ministerpräsident irgendwo davon träumt, aber wahrscheinlich auch auf die Grenzen draufkommen kann. Das heißt, man muss alles mobilisieren, was Europa selber darstellt in den Erfahrungen. Das ist der ganz ernste Gedanke dahinter. Wir haben keine Alternative. Und das müssen wir zuerst wir Europäer selber begreifen, bevor wir es den anderen erklären können. Und da ist der ganz entscheidende Punkt. Unsere Schwäche muss zu einer Stärke werden. Das ist sie im Moment nicht. Wir kommen nicht einmal auf die Idee zu sagen, Europe first oder irgend so etwas. Das klappt gar keiner, weil jeder sagt auf jeden Fall, ja, mein Land, Austria first.
Wir erleben bei der Corona-Debatte in Österreich, dass jedes Bundesland sagt, first, weil wir sind die Besten und so weiter, ist ja von strahlender Lächerlichkeit, muss man hier in Wirklichkeit sagen. Und das muss man auch deutlich aussprechen. Sollen wir Leute reinholen hier mit ihren, also die Einladung natürlich auch Fragen, Positionen einzubringen? Über den Chat oder wie soll man das machen am besten, Sebastian? Wir können auch das gerne audiomäßig machen. Malvina, würdest du zum Beispiel, Robin Gosejohann hat die Hand gehoben, vielleicht können wir ihm mal eine Sprecherlaubnis geben. Hallo, ich glaube, ich bin zugeschaltet. Hallo? Ja. Super, ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier eine Frage zu stellen. Als möglicher bekannter Balkan-Aficionado fürchte ich, stelle ich wieder so eine Frage aus der Blase heraus. Ja? Sebastian, deine Analogie mit dem Club, ich habe geschrieben P1, berühmter Club in München, setzt voraus, dass der Club eine stringente Policy hat und dass ein Club komplett weiß, was gewünscht ist. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Europäische Union da mit einer Stimme spricht. Wer sind die Bekannten und eher, wer sind die unbekannten totalen Gegner gegen eine Erweiterung? Gab es da Überraschungen? Frage 1. Frage 2. Diese Vielfalt in der Diversität, das ist ein Riesenvorteil. Ich glaube das, ihr glaubt das, unsere Blase glaubt das. Wie kann man das Zweiflern näher bringen? Welche gute Geschichte in eurem Buch ist da, die Vielfalt als was richtig Tolles darstellt? Danke. Danke, Robin. Ich nehme das mal als erstes, weil das P1 genannt worden ist. Ja? Ich bin aufgewachsen in München. Ich war da nie drin. Ich weiß auch auf einem sehr niedrigen Level, wie es ist, wenn man irgendwo nicht reinkommt. Was aber schon eine relevante Frage ist, ja, will man das dann halt irgendwann auch noch? Und das ist eine große Gefahr, die ich eben sehe. Ich will nicht so sehr in dieser Disco-Analogie verbleiben, aber die Herausforderung, dass man hier eben nicht nur ein oder zwei Türsteher, Türsteherinnen hat, sondern halt gleich auch 27 und auch noch subnationale Akteure, die ein oder andere Angst hier äußern. Ich meine, ich kann das nur sehen im Hinblick auf, als ich 2018 habe ich ein Modell für eine Reform der europäischen Institutionen am Globsec Policy Institute in Bratislava entwickelt und bin da so ein bisschen auch auf Tour gegangen. Und da war wirklich überraschend, dass es zum Teil Europäer, richtige Pro-Europäer, ich habe bei einer durchaus pro-europäischen deutschen Partei einen Vortrag halten dürfen in einem Arbeitskreis Europa. Und da war zum Teil eine Abneigung gegen eine mögliche Erweiterung zu sehen, die ich mir so nicht denken konnte. Es gibt auch natürlich unter den einzelnen Mitgliedstaaten verschiedenste Interessen, die hier abgewogen werden müssen. Und teilweise, glaube ich, ist die Diskussion zu emotional im Hinblick auf das Bewahren des eigenen Wohlstands. Also man hat immer Angst, mit so einer Erweiterung verlieren wir etwas an Wohlstand. Dass aber Erweiterung, weil diese Angst gab es auch schon 2004, dass Erweiterung eigentlich immer Wohlstand auch für die schon bestehenden EU-Mitgliedstaaten gebracht hat, das wird viel zu wenig diskutiert, weil man halt auf nackte Zahlen schaut. Erhard, bitte ergänze hier gerne, insbesondere auch im Hinblick auf welche Geschichten, vielleicht sollten wir tatsächlich doch mal einfach eine oder auch zwei vorlesen. Ja, ich glaube, bei den Geschichten muss noch der zweite Band her, welche die Richtung anfange, hier zu reden, die dagegen sind, gegen die Erweiterung. Ja, man muss sich aber die Argumente anschauen. Wenn Robin Gosejohann die Frage stellt, verweise ich ihn auf Kosovo. Kosovo scheitert in der Anerkennung bei 5 Staaten innerhalb der Europäischen Union. Was sind die Argumente dieser 5 Staaten? Die haben alle mit der Frage Kosovo nichts zu tun.
Es ist bei den Griechen die Sorge wegen Zypern. Es ist bei den Rumänen die Sorge wegen der ungarischen Minderheit. Die könnten auch selbstständig werden und so weiter. Einer, der diese Politik erfunden hat, das war ein spanischer Außenminister, ist schon lang her, ist schon längst aus der Politik draußen. Den habe ich immer wieder reden gehört, sie müssen wegen Katalonien gegen die Aufnahme von Kosovo sein. Und ich habe jetzt, ich treffe ihn hier und da bei Tagungen, ich glaube jetzt schon 20 Mal die Frage gestellt, die er mir nicht beantwortet hat. Your Excellency und so weiter und so weiter, bitte erklären Sie mir, auf welche Weise wird das Katalonien-Problem für Sie gelöst, wenn es Kosovo nicht gibt? Er hat mir diese Frage seit Jahren nicht beantworten können. Also wir müssen hier in die alogischen Phänomene hier hineingehen, die existieren, die gegen die Erweiterung sprechen. Für die Erweiterung spricht alles Logische. Ich meine nur die Blödheit ist dann eines der starken Argumente, aber wahrscheinlich muss ich mich für den Ausdruck entschuldigen. Ich halte ihn doch innerlich für mich aufrecht. Ich weiß nicht, darf ich an der Stelle vielleicht, Matthias, du hast die Geschichte von meinem Großvater erwähnt. Ich würde sie vielleicht ein wenig zusammenfassen, aber trotzdem mal, vielleicht ist das ein ganz gutes Beispiel, wenn wir uns die europäische Integration anhören. Außerdem sind meine Eltern auch in diesem Webinar mit dabei und da muss ich natürlich ein bisschen über meinen Großvater sprechen. Ja? Mein Großvater hat in 6 verschiedenen Ländern gelebt, aber nur einmal seinen Wohnort gewechselt. Seine Geburtsstadt Apatin lag im Mai 1918 im damaligen Österreich-Ungarn und wurde knapp 6 Monate später Teil des Königreichs Serbien. Nur wenige Tage später, am 1. Dezember 1918, vereinigte sich dieses mit dem Staat der Slowenen, Kroaten und Serben zum Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen. Am 6. Jänner 1929 setzte Alexander I. Karadjordjevic die Verfassung außer Kraft und führte eine Königsdiktatur ein. Am 3. Oktober 1929 wurde der Staat in Königreich Jugoslawien umbenannt. Kurz vor dem 23. Geburtstag meines Großvaters wurde Apatin mit dem Einmarsch der Achsenmächte Teil des Königreichs Ungarn. Mit Ende des Zweiten Weltkriegs kam er zunächst in Gefangenschaft in die Nähe von München. Später zog er in die neu errichtete Wohnsiedlung Ludwigsfeld, die auf dem Gebiet des ehemaligen Außenlagers des KZ Dachau entstanden war und lebte dort bis zu seinem Tod im Jahr 2008. Wäre mein Großvater in seiner Heimatstadt geblieben, hätte er in 11 verschiedenen Staaten gelebt, ohne je übersiedelt zu sein. Es mag eine Notwendigkeit zur Schaffung des Nationalstaates gewesen sein, sich identitätsstiftend gegenüber den anderen abzugrenzen. Die Beliebigkeit von geografisch gezogenen Linien führt aber auch immer zur Ausgrenzung. Und das Paradox einer Grenze wird besonders im Hinblick auf die europäische Integration deutlich. Ein Beispiel hierfür ist die Stadt Kostajnica im Nordwesten von Bosnien und Herzegowina. Sie wird durch den Fluss Una von Hrvatska Kostajnica getrennt, die auf der kroatischen Seite liegt. Zur Zeit der österreich-ungarischen Monarchie waren beide Stadtteile vereint. Die Una wurde dann zu einem echten Grenzfluss. Die Stadt ist geteilt und solange also keine vollständige Integration der Region in die EU stattgefunden hat, werden sich die Grenzen nur verschieben und nicht abgebaut. Und das steht dem Kern der europäischen Einigung diametral entgegen. Diese Willkür zeigt sich etwa bei einer Busfahrt von Zagreb nach Wien für das IDM, war ich mit einem deutschen Busunternehmen auf der Rückreise. An der kroatisch-slowenischen Grenze wurden wir zur Kontrolle angehalten. Während ich mit den anderen Mitreisenden, allesamt EU-Bürgerinnen und EU-Bürger, lediglich kurz meinen Pass vorzeigen musste, konnte ich aus dem Fenster einen Reisebus aus Nordmazedonien erkennen. Dieser wurde auf eine andere Spur geleitet. Die Überprüfung würde offensichtlich wesentlich mehr Zeit in Anspruch nehmen, als dies bei uns der Fall war. Als mein Großvater in meinem damaligen Alter war, hätte er von Skopje nach Ljubljana nonstop fahren können. Heute müssen wir auf der kürzesten Strecke 5 Grenzen, darunter eine EU-Außengrenze, überqueren. Sein Wohnortwechsel nach Deutschland ermöglicht mir heute, dass ich mir relativ wenig Gedanken über Grenzen machen muss. Seine Geschichte zeigt aber auch, wie schnell und häufig sich dies im Laufe eines Lebens ändern kann. Ja, naja, das nach vorne zu projizieren und zu sagen, okay, legen wir 60 Jahre drauf,
Und wieso sollte es so bleiben, wie es jetzt ist? Das halte ich für eine zwingende Konsequenz dieser Geschichte. Ne? Insofern, vielleicht müsste man tatsächlich noch viel mehr Geschichten sammeln. Es ist ja, es gibt ja auch die Möglichkeit auf Story One der sogenannten Feuer. Vielleicht wollte es ein Balkanfeuer ins Leben rufen, wo man sich eben mit seiner Geschichte auch jeweils dann ans Lagerfeuer setzen kann. Mhm. Ja. Ich glaube, also ich merke es ja bei mir selbst, als mich hat es bekommen, tatsächlich mit den Geschichten, obwohl ich so ein Politschädel bin. Aber als Politschädel sage ich, es ist ein Nicht-Thema im Moment. Das ist, es wird keiner aufstehen im Moment in den nationalen Eliten, der sich diesen Schuh anzieht. Die haben alle nur die Stimmenmaximierung im Kopf und ich sehe das sehr wenig an weltanschaulicher Mission im Moment. Also das leider ist ja das weltweit dominante Geschäftsmodell für Politik im Moment die Kombination von ganz dumpfer Identitätspolitik, nämlich First und you name it, was davor kommt, kombiniert mit Lüge, hemmungsloser Lüge und kombiniert mit viel Geld. Und da geht's, das ist ja von Brasilien bis Philippinen und Österreich ist halt die eleganteste aller Versionen auf der Welt. Aber da geht's nicht darum, dass man eine Idee hat. Und dann lese ich eure Geschichten und komme selber zum Nachdenken und denke mir, okay, könnte man die Menschen mit 1 Million Geschichten für den Balkan aufmerken? Ja, das könnte man, weil jede Geschichte zieht ihre Kreise. Ne? Jede einzelne Geschichte. Ja, aber es ist ja trotzdem ein großes Vorhaben, sowas zu starten natürlich, zu sagen, man sammelt hier Tausende von Geschichten. Ja? Aber vielleicht wollt ihr ein Feuer machen. Ja. Bitte. Mhm. Matthias, das Wesentliche von Geschichten ist, dass sie irgendwo einem begegnen im Leben. Also, dass es einen lebendigen Ansatzpunkt gibt. Absolut. Wenn du mich fragst, was die Geschichten sind, die wir zu Covid und nach Covid zu erzählen haben, und wir sollen durchaus von der Aktualität reden, da kommen wir drauf, dass die Lösung des Problems zum Wesentlichen nach wie vor, und der Aufschrei erfolgt auf allen Fernsehkanälen, Nachrichtensystemen jeden Tag, die Frage der Impfungen und woher kommen die Impfungen und wo sind schon wieder irgendwelche Chargen verloren gegangen, nicht geliefert worden und dergleichen mehr, wobei natürlich auch die positiven Dinge vergessen wurden. In einer, ein bisschen kennen wir in der Wissenschaftsgeschichte aus, einmaligen Art wurde in relativ kurzer Zeit Impfstoff entwickelt für diese Situation. Früher haben die Sachen ja 5, 6, 10 Jahre gedauert, bis es überhaupt der Fall ist. Also die wechselseitige Abhängigkeit. Wobei man das kontrastieren muss, natürlich mit den Grenzen, die jetzt sind. Wer muss sich an welcher Grenze überprüfen lassen? Wer darf überhaupt nicht weiterreisen? Wie sind die unterschiedlichen Bedingungen und so weiter? Hier wird durch diese Situation der ganze Wahnsinn unserer heutigen Organisation sichtbar. Das wird noch deutlicher werden, denn die nächste Pandemie kommt bestimmt. Das ist außer Frage. Alle Leute, die ein bisschen was davon verstehen, sagen uns das schon voraus. Ja, da werden wir lernen müssen und sagen, wie kann das überhaupt vermieden werden? Was sind die Voraussetzungen so? Also das heißt aus der Geschichte lernen. Das ist dieser traurige Satz, den eine österreichische Dichterin einmal gesagt hat, die Geschichte lehrt uns vieles, aber sie findet keine Schüler. Da ist die Problematik. Ich glaube, hier haben wir in dieser Situation zu Schülern werden, von unserer eigenen Geschichte. Und das gilt auch für die Frage Europa. Wir müssen schlicht und einfach lernen, dass dieses Europa ja im geistigen, inhaltlichen, kulturellen und ja einen gemeinsamen Kern haben. Du hast mit Recht von der Frage der Identität gesprochen. Also die nationalen Identitäten sind sicher weniger bedeutend als die gemeinsame europäische Identität,
die wir in Wirklichkeit haben. Noch dazu darüber hinausgehen, wird es natürlich auch über die Grenzen Europas äußerst wirksam werden. Da, glaube ich, müssen wir ein bisschen größer denken und da müssen wir geistig aggressiver werden. Ich wiederhole, geistig aggressiver. Das sind wir in nicht genügenden Ausmaßes. Du, lieber Matthias, bist das manchmal gewesen und darüber freue ich mich sehr. Und du hast da was bewirkt, aber das werden erst spätere Geschichtsschreiber über dich schreiben. Ja, das ist was dran. Das, meine, ich habe ja immer die Idee einer Republik Europa auch hochgehalten, auch dazu publiziert. Und habe auch immer gesagt, das war für einen Politiker nicht etwas, was die Leute nicht hören wollten, weil es zu analytisch war, aber von meinem Bauchgefühl her sage ich, wir brauchen 7 Krisen, bis die Republik Europa aufsteht. 7 Krisen in der Dimension von 2008. Und dann habe ich irgendwie mitgezählt. 2008, 2015 war 2. Wir sind jetzt in der dritten drin, die uns ordentlich beschäftigen wird. Und also das Ding, und das wäre meine Frage auch an euch beide, muss das Ding noch mehr in die Scheiße wachsen, auf gut Deutsch, bevor es sich in Kraft herausschälen kann, etwas Neues. Lieber Matthias, du hast zunehmend eine Ähnlichkeit mit Moses in Ägypten. Du rufst Landplagen herbei, damit endlich nicht nur der Pharao, sondern die europäische Politik hier lernt. Natürlich noch dazu im globalen Kontext, das soll man auch nicht unterschätzen. Also in dem Sinn, glaube ich, ist es von ganz entscheidender Wichtigkeit, das in Wirklichkeit zu tun. Das ist die Frage des Lernens aus der Geschichte, was wir entschieden zu wenig tun. Ich hatte ja so ein bisschen, als erstes kam mir tatsächlich irgendwie Peter Maffay in den Kopf. Ja, über 7 Brücken musst du gehen. Krisen müssen wir gehen. Also abgesehen davon, dass ich dass Peter Maffay jetzt nicht unbedingt mein Musikgeschmack ist, will ich doch nicht hoffen, dass es tatsächlich, ich verstehe deinen Gedanken dahinter, ja, und ich habe es auch gelesen, was du dazu geschrieben hast, aber bitte nicht, ja, also dieses Narrativ, dass Europa gestärkt aus Krisen hervorgeht, das ist auch ausgelutscht und wollen wir das wirklich? Also brauchen wir jetzt noch noch 4 weitere Krisen? Ich meine, gefühlt ist eigentlich durchgehend Krise und das kann ja nicht der Anspruch sein und da sind wir dann wieder vielleicht so im Messianischen, dass man sagt, wenn wir das Tal durchschritten haben, wenn wir die Wüste hinter uns gelassen haben, dann sind wir im gelobten Land. Das ist nicht die EU. Die EU ist darf keine Utopie sein, auf die man nie hinkommt, sondern die EU muss jeden Tag von uns allen gestaltet werden und das müssen wir jetzt angehen und da darf eine Krise ein Anlass sein, weil das, was die EU das letzte Mal so richtig einen Schritt nach vorne gebracht hat, mit Montanunion 1951, das darf nicht Voraussetzung sein dafür, dass wir uns da jetzt endlich mal wieder zusammenreißen. Hol mal weitere Leute rein. Gibt es Menschen, die hier, wie geht man mit der Tatsache um, dass wohl alle übrigen Staaten gleichzeitig in die EU aufgenommen werden müssen, da sie sonst die Aufnahme des jeweils anderen Staates im späteren Verlauf bei der Aufnahme blockieren würden? Gute Frage von Miloš. Müssten alle auf einen Schlag kommen? Und wie geht es dann mit jenen um, in eurer Logik, wie Ukraine etc.? Was sind da eure Vorschläge? Ja, darf ich vorpreschen? Danke. Also grundsätzlich ist, wenn man, Erhard hat es schon erwähnt, ne, mit der Kosovo-Frage, ich meine, das ist ja kein Grund an und für sich, du kannst viel über den Kosovo diskutieren.
Du kannst viel über Herausforderungen sprechen, wenn es jetzt um Einhaltung von Kopenhagener Kriterien geht. Das ist die eine Geschichte. Aber das Staaten das blockieren aus Angst, dass es im eigenen Staat, wie Spanien, wie Rumänien, wie Griechenland etc. Konsequenzen haben könnte, das darf kein Kriterium sein. Und die Gefahr besteht natürlich, dass wenn man sich einzelne Staaten hereinholt, wir haben das ja gesehen, auch in der Diskussion bei der Erweiterung um Kroatien, da streitet man dann, wo irgendwie ein Fluss langläuft, welcher Berg dazu kommt und wie der Zugang zu internationalen Gewässern ist. Und macht das dann mit dem Hebel eines Blockierens von Beitrittsmöglichkeiten. Noch schlimmeres Beispiel eigentlich, weil Kroatien hat es ja geschafft, ultimativ, Nordmazedonien. Ne? Die ändern ihren Namen, weil es einen Namensstreit mit Griechenland gibt. Die stoßen Reformen an. Da fallen zwei Regierungen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist eine andere Diskussion, über diese Namensreform. Und dann kommt der nächste Staat, wie Bulgarien, und blockiert wieder diese Geschichte. Das darf nie und nimmer das Kriterium sein. Du kannst inhaltlich streiten, aber mit der Gefahr, und wenn es dann einer der Staaten früher schafft, ist auf jeden Fall die Gefahr gegeben, dass man sich gegenseitig blockieren würde. Und insofern macht es einfach Sinn. Schlagkräftiger finde ich aber noch das Argument, eben, dass wir, wie ich in der Geschichte versucht habe zu illustrieren, die Grenzen ja immer nur ein Stück weiter schieben. Und das ist nicht der Grundgedanke europäischer Integration. Europäische Integration ist der Abbau von Grenzen, nicht das Verschieben von Grenzen. Und noch ein Satz, vielleicht wenn wir gerade sehen, was wieder an den Grenzen der Ukraine passiert. Natürlich wird es schwierig, darüber zu diskutieren. Jetzt holen wir halt dann auch noch die östlichen Partnerschaftsländer rein, die wollen Georgien, Ukraine, vielleicht auch Republik Moldau, je nachdem, in welche Richtung sich das Land entwickelt, politisch. An und für sich würde ich sofort sagen, ja, weil jeder, der will, sollte diese Chance bekommen. Die Herausforderungen werden natürlich nicht geringer. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, es herrscht Krieg auf dem europäischen Kontinent und der droht gerade schon wieder zu eskalieren. Und wenn wir da nicht eine einheitliche europäische Stimme finden, um auch auf diese Dinge hinzuweisen und hier einen gemeinsamen Ansatz finden mit allen Staaten in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, dann wird das ausgenutzt von anderen regionalen und globalen Akteuren. Und dann, wie er gesagt hat, wird Europa und die EU marginalisiert. Er hat überblickt Jahrzehnte an Europapolitik. So wenig Feuer wie derzeit war ja selten drin eigentlich die letzten 4 Jahrzehnte, würde ich jetzt einmal sagen. Was gibt da die Zuversicht, dass das drehen könnte in den nächsten Jahren? Ja, deine Analyse ist richtig, nur die Gründe sind eigentlich auch ziemlich klar. Wir Europäer haben in allen Staaten ziemlich ähnlich gelagerte Probleme, wo der gegenwärtige Nationalstaat nicht mehr in der Lage ist, das überhaupt zu bewältigen. Das gestehen wir uns nicht ein. Und es gibt leider keine Diskussion, was den Nationalstaat ablösen könnte. Du hast mit dem Gedanken Republik Europa da etwas ganz Richtiges beschrieben. Es gibt eine Reihe von Überlegungen, die in diese Richtung gehen. Nur die sind leider in einem hohen Ausmaß eher intellektuell als politisch. Und ich glaube, wir müssen politisch argumentieren, nämlich quasi, was ist der Vorteil von mehr Gemeinsamkeit? Und das ist relativ leicht beantwortet. Man braucht ja die Krisenmomente nennen, die ihr schon jetzt alle genannt habt, die da zusammenkommen und eigentlich Europa behindern, aus seiner eigenen Stärke überhaupt etwas zu machen. Ich glaube, in diese Richtung müsste die Diskussion gehen. Sie müsste einen gewissen geistigen Anstoß haben und einen kulturellen. Das Kulturelle ist ja im Moment nicht sehr stark entwickelt, muss ich sagen, die Primitivität herrscht hier vor. Das beginnt allein schon bei der Sprache. Wir haben ja einen Weg zur primitiven Sprache, ja zur Bildersprache. Ich fühle mich ja schon immer an die Höhlenmalereien erinnert, wenn ich so manche Bilder, die da existieren, sind.
Und dann braucht es eine ganz kritische Auseinandersetzung. Die muss ganz ernst sein, in dem Sinn, dass wir hier zu dem Punkt kommen und vor allem auch verlangen, dass etwas gewusst wird. Das ist das eigentliche Problem. Wir wissen viel zu wenig über uns selber. Wir haben faktisch eine Unkenntnis in die Tiefe der Geschichte hinein. Und wenn wir uns da mit der Geschichte irgendwie beschäftigen, indem wir sie in Nordmazedonien, Bulgarien, Geschichte und Sprache vorgehalten wird. Das ist eine idiotische Diskussion. Ich möchte aber erleben, ob die bulgarischen Politiker zur Gänze in der Lage sind, das Problem überhaupt darzustellen. Ich glaube, da würden sie sich scheitern, so wie ich ein paar von Ihnen kenne, in Wirklichkeit. Das sind in Wirklichkeit alles Vorwände, die hier existieren. Und in Wahrheit sind das Europaleugner, die hier auftreten. Auch diese harte Sprache müssen wir verwenden und sagen, ihr seid Europaleugner, ihr legt Europa in Wirklichkeit weg. Was wollt ihr damit? Das ist ja nicht einmal Nationalismus, weil es ist ja nicht für die Nation, sondern das ist Erzeugung von Hindernissen, von Schwierigkeiten und ähnlichem mehr. Es ist ja an sich abenteuerlich, was hier in Wirklichkeit existiert. Wenn man auf Corona schaut, sind wir uns sicherlich einig, dass Corona natürlich einen gewaltigen Rattenschwanz an Aushandlungsprozessen mit sich bringen wird. Ne? Also, und wir sind ja noch nicht einmal im Ansatz in der Tiefe der Auseinandersetzung, weil wir durch die gesundheitspolitische Problematik auch absorbiert sind nach wie vor. Das heißt, wir sind weder in der Tiefe der wirtschaftspolitischen Auseinandersetzung, die kommen, wir müssen budgetäre Auseinandersetzungen, wo wir sofort dann in Fragestellungen sind von Priorisierungen. Wie kann man diese zwangsläufigen Diskussionen, die kommen werden, zu europäischen Diskussionen auch umfunktionieren? Wäre das ein Ansatz? Ja, der Ansatz wäre relativ einfach. Das ist das, was ich versuche in den öffentlichen Auftritten, die ich noch habe und in den Diskussionen, die ich führen darf, deutlich zu sagen. Wir sollten mittendrin schon sein in der Analyse der Situation, die durch Corona entstanden ist, festzustellen, was haben wir falsch gemacht, wo sind die eigentlichen Fragen und was sind die Antworten darauf. Aber ich kann da nur sagen, für die österreichische Wirklichkeit, da redest du blöd, da hört man eigentlich in die Richtung nicht mehr zu. Sie sind alle noch richtig unterwegs, wo eigentlich was aufgesperrt gehört und dergleichen mehr. Ja, das Aufsperren und dass der Skilift funktioniert, und vor allem, das ist es ja nicht. Das ist die Frage, wo finden wir die Arbeit, wie schaut die Bildung aus und dergleichen mehr. Die Fragen sind ganz einfach, sind wie am Tableau, aber es greift sie in Wirklichkeit niemand auf. Ich meine, jetzt unterhalten wir uns über die Blödheiten, die ein paar Politiker irgendwie bei Handytexten und SMS publiziert haben und dergleichen mehr. Ja, schrecklich. Ne? Ich meine, jetzt müssen wir uns eigentlich darüber unterhalten, was ist das mindeste Intelligenzausmaß, das ein Politiker haben muss, um überhaupt auftreten zu können. Aber das ist eine andere Frage. Ich glaube tatsächlich, dass die Diskussion nur europäisch sein kann, weil diese ganzen Herausforderungen, die du auch beschrieben hast, und da kommen ja noch Dinge hinzu, die so in den Hintergrund gerückt sind, Klimawandel, Zukunft, eben nicht nur wo welche Arbeitsplätze gibt es noch nach Corona, sondern wie entwickelt sich eigentlich das Arbeiten und das Zusammenarbeiten zukünftig? Was macht künstliche Intelligenz mit unserem Arbeitsalltag? Das sind und natürlich auch Fragen der Gesundheit. Das sind alles Themen, die kannst du nicht nationalstaatlich lösen, gerade auf dem europäischen Kontinent. Das sind grenzüberschreitende Probleme und das müssen wir gemeinsam angehen. Was mich ein bisschen optimistisch stimmt, ist, dass es ja zum Teil dann, auch wenn es gerade in der aktuellen politischen Situation vielleicht ein bisschen frustrierend ist, aber wir teilen dann doch auch sehr, sehr viele Besonderheiten und vielleicht Kurzsichtigkeiten. Ja? Weil das, was passiert in der Realpolitik, man fährt auf Sicht, das ist etwas, was leider halt noch fortgesetzt wird, auch wenn man
wahrscheinlich ein bisschen mehr wissenschaftsbasiert diskutieren sollte. Herausforderungen bleiben sehr ähnlich und auch so Schwierigkeiten im Hinblick auf vielleicht aufkommenden Politikverdruss sind auch grenzüberschreitend gleich. Und da ist es dann wurscht, ob das Deutschland, Österreich oder der Westbalkan ist. Positive Beispiele gibt es aber halt auch in dieser Entwicklung. Er hat es genannt, die rasche Entwicklung eines Impfstoffes, was ja auch zu einem Großteil darauf basiert, dass man halt grenzüberschreitend kooperiert hat. Oder auch, wenn wir uns anschauen, wie halt gewisse Länder vorangehen und hier eine sehr, sehr gute Impfquote hinbekommen, um die Pandemie zu bekämpfen. Und das sind nicht nur alles EU-Mitgliedstaaten. Noch einmal der Aufruf an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, gerne mit einer Frage, mit einer Position hereinkommen. Am besten kurz im Chat ein Stichwort hinterlassen. Und dann würden wir euch auch natürlich im Originalton hereinholen können. Hier ist eine Frage. Bin ganz für Balkan nach Europa. Sofort. Müsste nicht trotzdem verstärkt argumentiert werden, dass das Umsetzen der Forderungen der EU und ihrer Mitgliedstaaten, Nordmazedonien mit der Regierung Zoran Zaev, zu honorieren ist? Geht es zusätzlich um die Glaubwürdigkeit der EU? Bei den Themen waren wir schon stark. Ja, würde ich genauso unterschreiben. Ja. Ich glaube, dass allgemein in der Diskussion es wichtig ist, dass wir auf ein gewisses Maß von Glaubwürdigkeit gerade auch auf europäischer Ebene zurückkommen. Und da ist so, da ist ja in all diesen Auseinandersetzungen, Nordmazedonien ist nur ein Beispiel, da gibt es auch in der EU europäisch große Verwerfungen. Wie kann es eigentlich sein, dass man an einem Punkt ankommt, wo man eine unterschiedliche Definition von Werten hat. Ja, weil das die Grundidee ist ja eigentlich, man teilt Werte. Und diese Glaubwürdigkeit einer europäischen Idee, die ist arg beschädigt worden. Und das wäre schon etwas, was man, glaube ich, auf verschiedenste Art und Weise reparieren müsste. Und dazu zählt mit Sicherheit eben auch eine klare, ernsthafte Kommunikation gegenüber dem Balkan, dass man hier weiterhin zur Erweiterung steht und nicht in 10 oder 15 Jahren, sondern eben so schnell wie möglich. Sebastian, wenn das Wort Werte fällt, bekomme ich Allergie. Ich bin jemand, der an sich sehr dafür ist, dass man wertorientiert ist, aber es reden heute alle über die Werte, ohne eigentlich zu wissen, was es in Wirklichkeit ist. Darüber gibt es überhaupt keine Vorstellungen, was die Prioritäten sind im Dienste des Menschen. Wir reden gerne über Technik, über alle möglichen Regelungen, wo ich zu wenig bekommen habe, was man dem anderen wegnehmen will und so weiter. Das ist aber nicht die Wertefrage. Die sollte ernster sein. Ich meine, ich bin ein Mensch, der durchaus in seinem ganzen Weg eine gewisse Glaubensorientierung hat. Und ich bedauere, dass die Sachwalter dieser Glaubensfragen heute wenig artikuliert sind, um die Fragen nach den Werten zu stellen. Denen steht es eigentlich zu, die müssten es tun, muss man ganz aggressiv sagen. Ich bewundere, dass zum Beispiel alle Orten von Glaubensgemeinschaften, inklusive meiner eigenen römisch-katholischen, die Chance etwa, die Corona-Krise bedeutet hat, auf Werte hinzuweisen, versäumt haben. Denn da geht es um Leben und Tod. Das spielt eine ungeheure Rolle. Wenn wir über die Intensivbetten reden, geht es ja nicht ums Intensivbett oder so irgendetwas, sondern was sind die Voraussetzungen dafür, dass sich jemand das Leben erhalten kann? Das ist eine ungeheuer dramatische Frage, wo hier die Prioritäten sind. Und ich bewundere, dass das eigentlich niemand aufregt.
sozusagen, geht es nur darum, wo gibt es mehr Intensivbetten, wo weniger, wo können wir jemanden hinverschieben und dergleichen mehr. Das ist sicher auch notwendig, ich leugne das nicht. Aber die prinzipielle Frage, wo die Prioritäten hier sind, die sind einfach abgeblieben. Und das ist der eigentlich schmerzliche Prozess. Das ist nicht eine nachgetragene Osterpredigt oder ein Andenken an den Karfreitag, sondern das ist eine ganz wichtige Frage des Inhaltlichen her. Daher ist, reden alle immer von den Inhalten. Und ich glaube, ich kann aber es richtig so beschreiben, was die Inhalte eigentlich sind. Danke. Können wir den Helmut Adelsberger reinholen? Ist das möglich? Dann frage die Technik. Ich sehe, er hat hier ein Thema zu den Verkehrskorridoren. Ja, das ist jetzt fein, oder? Hören Sie mich jetzt? Ja. Ja, ist jetzt sehr gut. Der Herr Dr. Busseck kennt mich ja gut mittlerweile, weil wir zusammen für den Alpen-Südost-Korridor kämpfen. Das ist praktisch die Fortsetzung oder die Nachfolge des ehemaligen paneuropäischen Korridors 10, der Österreich über die Alpen bis Griechenland und bis Istanbul verbunden hat. Und das wollen wir jetzt wieder aufbauen. Und zwar nicht nur, jetzt, und das ist der springende Punkt, nicht nur als einen funktionalen Verkehrskorridor, damit dort die Autos und die Züge fahren können, das tun sie jetzt im Grunde ja auch, sondern es soll damit ja auch eine Raumentwicklung stattfinden, es soll eine Wirtschaftsentwicklung stattfinden und diese Wirtschaftsentwicklung soll zu sozialem Frieden führen und dieser soziale Friede soll auch allalong zur politischen Stabilität in diesem Raum beitragen. Und das ist eigentlich der Punkt, den wir ganz besonders verfolgen, weil das einfach wichtig ist für die Region und auch im Hinblick auf zukünftige Erweiterungsschritte, ob das jetzt ein oder mehrere Schritte sind, in diesen Raum. Denn wir müssen diesen Raum integrieren in Europa. Und dazu möchte ich noch einen Satz sagen. Ich war seinerzeit im Verkehrsministerium Vertreter, Delegierter für den Paneuropäischen Korridor 10 eben. Und da habe ich immer schon damals gesagt, der Westbalkan ist ja eigentlich eine Insel in der EU. Damals gab es schon Griechenland, Bulgarien, Rumänien, die waren alle schon beigetreten, nur der Westbalkan eben noch nicht. Und was wir an Verkehrsströmen im Westbalkanraum haben, ist zu einem nicht unerheblichen Teil auch Intra-EU-Verkehr, nämlich Verkehr von Griechenland nach Deutschland oder Verkehr von Rumänien nach Italien und so weiter. Ja? Also das heißt, hier müsste auch aus dieser Sicht ein starkes, erhöhtes Interesse auf der europäischen Seite vorhanden sein, um hier Vorleistungen zu erbringen, die die künftige Integration des gesamten Raums erleichtern. Danke. Er hat eine Erfahrung mit Verkehrs... Die Verkehrsverbindungen, und ich möchte das in die vorige Debatte einbinden, sind ja eine wesentliche Voraussetzung, dass die Leute zusammenkommen. Das wird heute eigentlich überhaupt nicht diskutiert. Die einzige Verkehrsverbindung, die wir diskutieren, sind die Schlauchboote im Mittelmeer, nämlich die der Flüchtlinge. Das ist auch ein Verkehr, ganz wichtig. Aber die Voraussetzung dafür, dass wir friedliche Entwicklung haben, ist, dass wir auch Wege haben, zueinander zu kommen und uns hier besser zu verstehen. Diese Voraussetzung verlangt ja, das ist ja der Verkehr. Verkehr hat die Bedeutung für die wirtschaftlichen Dinge, für die Versorgung und, aber auch der menschlichen Kommunikation. Wir haben jetzt alle möglichen Hochleistungen elektronischer Art, die uns hier technisch ins Haus stehen. Es gibt auch gleichzeitig immer noch die primitive Art, von einem Ort zum anderen zu kommen. Und da hat Freund Adelsberger völlig recht. Da müssen wir das auch tun. Die sind ja in jeder Hinsicht marginalisiert. Und, das möchte ich ganz kritisch sagen, wenn jemand was tut, diese berühmte Linie von Piräus hinauf nach Belgrad, Budapest, bitte wird gegenwärtig von den Chinesen gebaut. Ich wiederhole, von den Chinesen hier gefördert. Also da greift man sich im Kopf. Wir schauen uns nicht nur um als Europäer um die Frage der Erweiterung und der Nachbarn, die noch nicht herinnen sind, sondern das überlassen wir selbstverständlich den Chinesen. Kennen wir das nicht mehr? Bringen wir das nicht mehr zusammen? Das ist auch eine dieser Herausforderungen.
Man muss diesen Problemen nicht nur auf die technische und notwendige Seite blicken, sondern auch deutlich sagen, das ist nicht nur Arbeitsplätze, sondern es ist die Verbindung der Menschen untereinander, wie sie zueinander kommen können. Die Größe des Imperium Romanum hat im Wesentlichen aus drei Dingen bestanden. Aus dem Militär, vergessen wir das, das weniger erfreulich. Aus tadellosen Verkehrswegen, das sind die berühmten Via sowieso in x-facher Weise. Und ein gemeinsames Rechtssystem. Das Jus Romanum war hier ganz wichtig. Und damit ist das Modell eigentlich für Europa auch gegeben. Denn das ist die Voraussetzung auch dafür, und jetzt darf ich da ein bisschen, vielleicht schauen wir auch langsam zum Schluss, eine Voraussetzung für den Frieden. Von dem ist viel die Rede, aber eigentlich tun wir herzlich wenig dazu. Ja, und ich würde da noch ganz gerne ergänzen. Ja, in dem Titel, was ich vorgelesen habe, fahre ich Bus, weil es keine gescheite Zugverbindung gibt. Und das ist eigentlich auch eines der ureuropäischen Themen gewesen. Mit den römischen Verträgen 1957 war schon Verkehrspolitik Teil davon. Und das war eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Und das fehlt zu einem großen Teil. Und das ist aber auch wieder nicht nur ein regionales Problem, weil wenn es um weitere Verkehrsträger geht, wenn wir da auf die Europäische Union schauen, Flughafen Berlin, wahrscheinlich können wir es echt nicht mehr. Aber vielleicht kommen wir auch noch mal zu dieser Geschichte in Zagreb, die Erhard geschrieben hat, weil davon haben wir ja noch gar nichts gehört. Das stimmt, ja. Erhard, willst du deine Geschichte aus Zagreb kurz erzählen? Erhard, wir hören dich nicht. Bitte dich freizuschalten. Ja, jetzt hört sie mich. Die wollte ich eigentlich nicht erzählen, aber sie ist schon zweimal angesprochen worden, damit es nicht weiter ein Geheimnis bleibt, sondern kommt, darf ich sie vielleicht vorlesen. Ein Moment, dann eine Seite noch. Zagreb liegt ganz eigenartig an einer Geländestufe, die sich geologisch herausgebildet hat und dazu führt, dass die Save am südlichen Rand der Stadt verläuft. Am oberen Rand liegt die Kathedrale und eine Reihe von Palais, die die verschiedenen Zugehörigen adeliger Art erkennen lassen. An der unteren Kante ist das eigentliche Herz der Stadt, welches im 19. Jahrhundert entstanden ist. Auf einem Platz steht hier ein bisschen bedrohlich anzusehende Denkmal des Ban Josip Jelacic, der mit gezogenem Schwert auf einem Pferd sitzt. In den ersten Jahren meiner Besuche in der heutigen kroatischen Hauptstadt war ich verwundert, dass so ziemlich jeder glaubte, mir erzählen zu müssen, in welche Richtung dieser sein Schwert gezogen habe. In der Mitte des 19. Jahrhunderts war Jelacic der Kommandant einer Art kroatischen Miliz, die auch als Zeichen nationaler Identität herangezogen wurde. Er spielte in der Geschichte Wiens eine Rolle, denn gemeinsam mit dem Fürsten Windischgrätz hatte er die aufständischen bürgerliche Revolutionäre und ungarische Truppen der Jahre 1848 und 1849 aus Wien gejagt. Ein Großteil der kroatischen Intelligenz hat nie verziehen, dass Kroatien 1867 bei der Schaffung der Doppelmonarchie auf die ungarische Seite geschlagen wurde. Die Kroaten hatten die Sehnsucht, Teil der österreichischen Hälfte zu sein, denn sie fürchteten den starken Druck der Magyarisierung. Die Ungarn verteilten zwar verfassungsrechtliche Trostpflaster, darunter die Schaffung eines kroatischen Landtags oder die Regelung, dass der Vorsitzende des Landtags immer ein Kroate sein muss. Doch die Verwaltung blieb natürlich ungarisch dominiert. Im Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen hatte man dieses Denkmal auch aufgestellt und das Schwert gegen Budapest gerichtet. Ein Zeichen des Protestes gegen die Verwaltung durch das ungarische Königreich. In Titos Zeiten wurde dieses Denkmal entfernt, aber offensichtlich gut aufgehoben. Denn das neue Kroatien stellte es bald wieder auf, angeblich nun das Schwert gegen Belgrad gerichtet, als Zeichen gegen etwaige Versuche, ein neues Jugoslawien zu schaffen. Ich bin nicht sicher, ob dieses Denkmal nicht immer so dort gestanden ist, wie ich es gesehen habe. Angesichts der Spannungsverhältnisse, in denen sich Kroatien noch heute fühlt, wäre es vielleicht richtig gewesen, den Banus auf einer drehbaren Unterlage aufzustellen.
ausgerichtet, je nach Bedarf. So wäre der Geschichte. Ja, schön. Um hier zum Abschluss zu kommen, der Klaus Wölfer, den holen wir als letztes noch herein, hätte ich vorgeschlagen. Und dann binden wir die Masche drauf für heute. Klaus Wölfer. Hallo? Könnt ihr mich hören? Ja. Ja, ich bin grosso modo mit allem einverstanden, was gesagt wurde. Die Frage, die sich mir erhebt, wir diskutieren das, oder hier wird das diskutiert, zwischen Wien, Berlin, Balkangegenden. Aber es ist eine europäische Frage. Wo sind die Kommunikationsflächen ganz gesamteuropäisch, wo solche Dinge wirklich ernsthaft und mit breiten Wirkungen auch diskutiert werden können? Ist es das Europäische Parlament und die Parlamentarier? Sind es Medien wie Financial Times oder der Courier International oder irgendwelche elitäre Strukturen? Was ist es? Wo ist es bei Twitter oder Facebook-Gruppen große, wo solche Gedanken überhaupt Fuß fassen können, wo eine Meinung zum Beispiel in Spanien langsam umgedreht werden kann? Wo muss man da ansetzen? Das ist sozusagen die Frage an alle gescheite Leute, die hier am Podium sitzen. Ja, vielen Dank, Herr Botschafter Wölfer. Ich glaube, ich muss an der Stelle einfach zum einen volle Zustimmung zu den genannten Medien. Ich glaube, dass es eine immer noch eine Herausforderung ist, weil es halt keine wirkliche grenzüberschreitende europäische institutionalisierte Medienöffentlichkeit gibt, wo solche Debatten da auch stattfinden. Deswegen kann es nur auch mit Unterstützung von sozialen Medien funktionieren. Ich glaube aber, dass auch eben genau solche Plattformen wie StoryOne, und ich freue mich zu hören, dass es umgesetzt wird, dass es jetzt auch auf Englisch dann verfügbar sein wird, dass man hier die Möglichkeit hat, sich entsprechend auszutauschen. Und dann spielt, glaube ich, einfach wirklich eine große Rolle, dass Institutionen wie das IDM und viele weitere in der Region weiter versuchen, diese Brücke zu bauen und zu verhindern, dass es ein reiner Elitendiskurs ist und dass man auch die breite Öffentlichkeit mitnimmt, sei es eben auf die Art und Weise, wie wir es versucht haben mit diesen Geschichten oder aber auch durch andere partizipative Formate. Das Wichtigste ist, wir müssen uns hier austauschen, wir müssen miteinander sprechen. Und dazu ist natürlich eine Grundvoraussetzung, irgendwie eine gemeinsame Sprache zu finden. Und das ist schon etwas, was, glaube ich, mehr und mehr der Vergangenheit angehört, aber nicht vergessen werden sollte, wenn es um diese Diskussionen geht. Und da ist man dann darauf angewiesen, dass man mit dem Netzwerk, das unter anderem eben auch wir haben, in die anderen Länder geht und das Ganze nicht immer nur auf Deutsch, auf Englisch, auf Französisch, auf Spanisch macht, sondern eben halt auch auf Slowakisch, auf Ungarisch, auf Rumänisch. Also lieber Klaus, das ist eine ganz wichtige Frage und ich möchte sie eher etwas radikal beantworten. Wir haben heute die technischen Voraussetzungen, sogar globale Öffentlichkeiten zu schaffen. Das ist mit Sicherheit das Internet. Wir tun es nur nicht, sondern wir vereinzeln uns auch beim Internet. Mit Social Media, da Ekel und der Austausch. Aber in Wirklichkeit nicht der große Austausch. Das ist sozusagen seinerzeit bei der Schaffung 1848, das Frankfurter Parlament war ein solcher Versuch, ein gemeinsames Deutschland zu schaffen. Es ist das Europäische Parlament ohnehin später gekommen, weil es die nationalen Regierungen zunächst nicht wollten. Das muss man auch deutlich sagen. Eine der Voraussetzungen, aber es ist die Aufforderung an das Europäische Parlament, nicht nur untereinander zu reden, sondern nach außen zu reden für Europa und in alle Richtungen gehen. Ich habe einen ganz praktischen Vorschlag. In Wahrheit sind die Europaabgeordneten nur ein Wochen im Monat zu Hause. Die anderen Wochen gehen aus für Plenarsitzungen, Ausschusssitzungen, irgendwelche Besuche und dergleichen mehr. Das ist viel zu wenig. Die müssten ständig durch Europa herumkugeln und darüber reden. Und man müsste auch die Medien zwingen, in diese Richtung zu gehen, was sie viel zu wenig tun.
sagen wir da mal ganz deutlich, wir haben in allen unseren Ländern, vor allem auch in meinem geliebten Österreich, haben wir eine Provinzlandschaft an Medien. Das schaut nur in Wirklichkeit jeder auf sich und nicht weiter. Und da sind schon sehr froh, wenn sie überhaupt das Stückchen sehen. Also hier muss man brutal aufmachen, aufmachen, aufmachen. Das ist der Sinn der Krise. Das hat der Matthias Strolz ganz wichtig betont. Diese Krise zwingt uns geradezu aufzuwachen, weil wir sie auch gar nicht anders lösen können. Das hat die Wissenschaft besorgt, weil wir begriffen haben, Impfung, da müssen wir zusammenarbeiten. Wir haben schon eine Schwierigkeit, zusammenzuarbeiten, weil wir den Impfstoff verteilen. Das ist ja an sich eine grauenhafte Sache. Da gehört eine brutale Diskussion dazu, wo man also sehr deutlich sagt, Freunde, so geht's nicht, die Egoisten, die hier existieren. Sonst kommen wir um wirklich alle Möglichkeiten. Also hier bin ich für mehr Radikalismus, trotz gehobenen Alters. Ich kann nicht mehr an der Spitze gehen, aber ich hatsche euch nach. Okay. Wenn ich da noch kurz ergänzen darf, ja, wir haben jetzt seit 370, 380 Tagen Corona-Ticker, ja, wo jede kleinste Entwicklung aufgenommen wird und wo zum Teil ja zum Glück auch mal über Grenzen geschaut wird. Aber das kann doch nicht sein, dass wir uns permanent diese Pandemie in den Kopf hämmern. Wie wäre es denn, wenn wir einfach mal tickern, was grundsätzlich auf europäischer Ebene passiert. Wenn wir einfach mal schauen, was passiert in unseren Nachbarstaaten. Ja? Und das, glaube ich, war tatsächlich, da waren wir schon mal weiter, dass man halt nicht nur in die eine Richtung gegangen ist, sondern nach links. Sebastian, wir rufen das Nach-Corona-Zeitalter aus. Ja. Ab jetzt. Ja. Ab jetzt. Corona ist jetzt beendet. Es ist hiermit vorbei. Der Corona-Ticker soll in einen Europa-Ticker umgewandelt werden und wir schauen ein bisschen mehr auf unsere Nachbarn, auf uns, nicht nur immer in den nationalen Grenzen. Ja, ich würde meinen, ich möchte mit einem Bild abschließen, wo ich auch sehe, dass vieles gelungen ist, weil Erhard Busseck, du ja gerade einen runden Geburtstag gefeiert hast. Und ich kann mich erinnern, herzliche Gratulation noch einmal und viel Gesundheit fürs nächste Jahrzehnt, dass du zu deinem 60. Geburtstag, das diesmal war ein anderer, gesagt hast, ich habe da Geld gesammelt, da tun wir nicht groß reden, sondern bring du Scherben nach Alpbach. Das war dein Kampfauftrag damals an mich in den 90er Jahren. Das war faszinierend, also Ende 90er um die Jahrtausendwende. Und das war gar nicht so einfach anzustellen am Anfang. Wir haben ja ein bisschen gerudert, weil damals waren die ja wirklich eingesperrt und durften nicht raus. Und es ist aber gelungen über die Jahre immer mehr. Und wir haben ja dann auch diese Initiativgruppen Alpbach, den europäischen Geist promotend, gegründet quer über den Kontinent, über 30 solche Vereine. Sehr viele dank deiner Unterstützung in Südosteuropa. Und das ist für mich, wenn ich aufs eigene Leben schaue, der kraftvollste Ausweis dafür, dass Veränderung gelingen kann. Obwohl es im Kleinen war, aber wir haben Hundertschaften, tausende junge Menschen nach Alpbach gebracht. Und ich glaube, für jeden war es eine wahnsinnige Bereicherung und für viele ein Gamechanger. Und die haben vor allem dort Geschichten getankt auch, die sie mit nach Hause genommen haben oder wo immer sie heute aktiv sind. Also, da möchte ich in dem Sinn persönlich schließen. Es ist Veränderung gestaltbar. Das hat gerade Erhard Busseck über Jahrzehnte bewiesen. Matthias, ich bin dir für dieses Geschichtel am Schluss dankbar. Alpbach geht in eine neue Phase und die Menschen, die das heute übernehmen, denen predige ich immer, nehmt euch ein Maß an Matthias Strolz. Der hat damals in Alpbach einen Aufstand gemacht. Und zwar hat er den überschrieben mit einer Liebeserklärung an Alpbach. Das ist eine ganz wesentliche Sache. In dem konflikthaften Zeitalter brauchen wir aus tiefer Überzeugung zur Veränderung Liebeserklärungen. Und ich glaube, damit kann Europa in die richtige Richtung gehen. Also, Dankeschön und auf dein Wohl, lieber Matthias.
Alles Gute euch, allen das Büchlein ans Herz gelegt, schöne Geschichten, berührende und ein flammendes Plädoyer für Balkan nach Europa, sofort. Sebastian, Schlusswort ist bei dir. Ich bedanke mich zum einen bei Erhard für das Vertrauen und auch die Idee, dass wir das so umgesetzt haben. Zum anderen bei Matthias, dass er heute mit dabei war und mit uns gesprochen hat. Und aber natürlich auch, dass er Story One mitgegründet hat, weil ich glaube, das ist eine tolle Plattform. Wir zünden da jetzt ein Feuer an und ich hoffe, da kommt einiges. Paul Michalewitsch hat im Chat noch geschrieben, er holt sich das Buch. Paul, du musst nur eine E-Mail schreiben, du bist IDM-Mitglied. Für IDM-Mitglieder gibt es dieses Buch kostenlos, sogar mit Widmung. Und wer nicht IDM-Mitglied ist, der soll es einfach jetzt werden, weil dann gibt es zusätzlich zu dem Buch noch eine Überraschung. Aber an und für sich, das Wichtigste ist tatsächlich, dass wir darüber sprechen. Und ich freue mich sehr, wenn wir an diesem Lagerfeuer zusammenkommen und ein paar mehr Geschichten noch austauschen, weil ich glaube, da ist eine unglaubliche Vielfalt an Erlebnissen da. Wir haben noch lange nicht auserzählt und ich freue mich auf Band 2. Bleibt gesund bis dahin. Vielen herzlichen Dank und alles Liebe. Ciao. Ciao, ciao. Und danke, Matthias. Danke euch.